Und jetzt kommen wir zu den Lügen. Sie berufen sich ja auf politische Vernunft und auf das Wohl des deutschen Bundesbürgers. Nun hat Hans-Thomas Tillschneider, Ihr bildungs- und kulturpolitischer Sprecher in Sachsen-Anhalt, gestern geschrieben, Hashtag Ungarn gegen die Mannschaft. Ich bin, ich zitiere wörtlich, ich bin für Ungarn, ein Staat und ein Volk, das noch gesunde Maßstäbe hat. Hashtag nicht für meine Mannschaft. Ihre Leute erklären sich offen gegen die deutsche Nationalmannschaft. Frau Steinbach hat Ihnen übrigens beigepflichtet. Das zeigt, wie sehr Sie eben nicht an der Seite Deutschlands stehen. Patriotismus und Heimatliebe sind bei Ihnen eben nicht zu finden. Und wie ein Eingriff höherer Vernunft oder Einbruch des Faktischen, oder man könnte es auch göttlichen Willen sein. Wer trifft gestern? Leon Goretzka. Was sagt Leon Goretzka über die AfD? Wörtlich. Die AfD ist keine Alternative, sondern eine Schande für Deutschland. Glückwunsch, Leon Goretzka. Und er sagt weiter, wenn ich für Deutschland spiele, so Goretzka, dann spiele ich für Werte und Verfassung und nicht, so Goretzka, für ein Land, das nicht aus der Geschichte gelernt hat. Und er sagt weiterhin, Schwarz-Rot-Gold steht für die Demokratie des Landes und nicht für die Rechten. Und er macht noch was. Er läuft gestern vor die Tribüne der faschistischen Fans mit Herzenszeichen und setzt ein klares Signal gegen Homophobie und gegen all dieses rechtspopulistische Denken und gegen Orban und gegen Sie. Herr Kollege, Leon Goretzka, eine Zwischenfrage der AfD? Leon Goretzka hat Ihnen eine Lektion erwiesen und dafür danke ich ihm. Vielen Dank. We'll be right back.